Ich grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und das hier ist ein kleines News-Video. Es geht um das kommende Update. Die Devs haben ihre Auswertung beendet und präsentieren uns nun die Sachen, die nun live gehen werden in ein paar Tagen. Und wir schauen kurz rein und schauen mal, was sich da so geändert hat. Und als erstes haben wir einmal den Onryu, also Sadako. Hat ja wieder eine ordentliche Überarbeitung bekommen und auch hier jetzt nochmal ordentlich, es wurde jetzt ordentlich was verändert. Das erste, was verändert wurde, ist, dass die gesperrte Verdammnis. Ich habe mir das hier durchgelesen und ich selber verstehe es nicht so ein bisschen. Also das ist wieder so etwas, was ich nicht verstehe, wenn ich es nur lese. Das werde ich wahrscheinlich verstehen, wenn ich es selber sehe, wenn es live gegangen ist. Im Grunde geht es darum, dass Survivor, die jetzt aufgehakt werden, von denen, also die Verdammnis wird gesperrt. Und das kann sich stacken bis 4-mal. Also man kann bis zu 4 Balken quasi locken. Wie gesagt, ich habe es jetzt in schriftlicher Form selber kaum verstanden. Da bin ich halt nicht so einer, ihr kennt mich. Ich muss das selber sehen, damit ich das verstehe. Ja, vielleicht habt ihr das ja auch selber schon durchgelesen und versteht das ein bisschen besser als ich. Ich, wie gesagt, muss das sehen, dann peile ich das auch. Das zweite, was ich mir durchgelesen habe von Onryu, das ist die Projektions-Spamming. Und zwar haben die Entwickler festgestellt, ja, das ist ganz cool, so ohne Cooldown zu teleportieren. Aber es gab ein paar Leute, die haben da wieder ein Schlupfloch gefunden auf dem PDB. Die haben das dann wieder richtig krass abused. Und deswegen ist es jetzt so, Sadako kann sich immer noch teleportieren ohne Ablenkzeit. Allerdings füllt sich ein zusätzlicher Balken. Und nur wenn dieser Balken voll ist, dann tut die Teleportation auch Verdammnis verteilen bei Survivern, die in einer Reichweite von einem Fernseher sind. Also es waren 16 Meter, glaube ich. Und dieser Balken, der hat dann eine Ablenkzeit von 10 Sekunden. Also alle 10 Sekunden kann quasi Verdammnis übers Teleportieren verteilt werden. Mal schauen, wie sich das so spielen lässt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Das waren auf jeden Fall so die größten Änderungen bei Sadako. Kommen wir zu Blight, der ist schnell abgearbeitet. Tatsächlich wurden hier nur Add-ons überarbeitet für den PDB. Auch da wurde gesagt, gesagt und gesehen, dass ein paar Sachen doch zu stark sind. Zum Beispiel gab es ja die Add-on-Änderungen, dass Blight sich, jeder Dash 33% länger hält, glaube ich, war es. Und das wurde jetzt verringert auf 11%, kann sich aber stacken und die Reichweite dafür, man muss, glaube ich, einen Dash von 4 Metern zurücklegen. Das wurde verringert auf 3 Meter. Der Blight-Tag, also der stellende Blight-Tag wurde verändert. Das war ja das Add-on, was dafür sorgte, dass man ohne ein Rush-Token rushen konnte. Hat man dann aber einen Survivor getroffen, da hatte man eine Ablenkzeit von 20 Sekunden. Auf die Fähigkeit und das wurde jetzt überarbeitet. Man hat jetzt diese 20 Sekunden Cooldown auf die Fähigkeit, wenn man den Survivor trifft, daneben schlägt, eine Wand oder Palette kaputt macht im Rush. Auch dann kommt die Ablenkzeit zu tragen. Und natürlich dann noch das Adrenalinfläschchen wurde stark bearbeitet. Wurde jetzt auch angepasst. War etwas overjustiert im PDB und wird auch jetzt dementsprechend angepasst, kaum der Rede wert. Dann haben wir den Hinterwäldler, auch der sehr beliebt auf dem PDB. Tatsächlich an seiner Fähigkeit wurde nichts geändert. Es wurden hier tatsächlich nur Add-ons noch zusätzlich angepasst, verbessert, sodass die Add-ons noch besser zum neuen Hinterwäldler passen. Also da müssen wir nicht viele Worte verlieren. Dann kommen wir zu den Perks und da gab es ja auch ein bisschen was wir machen konnten. Also Save the Best for Last war so ein bisschen
das Sorgenkind bei mir und auch bei euch. Und tatsächlich auch am den, also tatsächlich haben die Entwickler auch gesehen, dass Survivor viel Humbug machen konnten, tatsächlich. Und haben deswegen die Kondition geändert bei Save the Best for Last. Sie haben einfach reingeschrieben, Grundangriffe und Spezialattacken, also die Fähigkeitsattacken, die ziehen jetzt quasi ja, die Tokens ab, wenn ein Survivor damit verletzt wird. Das ist auf jeden Fall eine viel, viel bessere Lösung, wie es auf dem PDB tatsächlich testbar war. Also damit bin ich fein auf jeden Fall. Und Quick Gambit, also auf Deutsch, glaube ich, schnelles Bauernopfer, das wurde ja so geändert, dass die Reichweite erhöht wird und dafür der Generatoren-Speed verringert wird. Da haben sich natürlich die Survivor drüber beschwert, kann man schon fast sagen. Es sei ja gar nicht hilfreich, den Killer in der Nähe eines Generators oder eines Generators zu loopen, der repariert wird, weil der Fortschritt, also der Bonus so gering ist. Deswegen wurde das, der Bonus wurde wieder zurückgenommen, der wurde resettet auf 8% und die Reichweite bleibt bei 36%. Also, liebe Killer, in Zukunft müsst ihr darauf achten, werdet ihr in der Nähe eines Generators geloopt, der vielleicht schon am Laufen ist, dann horcht mal genauer hin, ob da jemand repariert. Dann würde ich nämlich einfach das Target switchen. Ansonsten fliegt euch ein Gen mitten in der Chase um die Ohren. Und ja, das wird wahrscheinlich sehr, sehr oft passieren. Ja, zum guten Schluss, zu guter Letzt stellen die Entwickler hier noch die Watchlist vor. Die Watchlist wird, ja, wie kann man das sagen? Es ist eine Liste, wo Sachen eingetragen werden, die so ein bisschen unter Beobachtung stehen. Ja, zum Beispiel Grim Embrace und Deadman Switch. Eine sehr starke Kombi auf dem PDB gewesen. Die Entwickler möchten aber das Ganze beobachten, und zwar auf in einer richtigen Umgebung, ja, so in richtigen Spielen möchten die das Ganze beobachten, und sollte das ausufern, dann werden sie einschreiten und Änderungen einführen. Das Ganze gilt natürlich auch für die Generatoren-Changes, die ja auch so ein bisschen, ja, zwiegespalten aufgenommen wurden von der Community. Und auch diese Änderung steht unter Beobachtung, und sollte es da tatsächlich der Fall sein, dass das irgendwie abused werden kann, dass man den Rückschritt von bestimmten Perks nicht unter Kontrolle hat, auch dann werden Änderungen folgen, und auch der Andrew und der Hillbilly stehen ebenfalls auf dieser Liste, um einfach nur Feedback zu sammeln, wie stark sind die in richtigen Spielen, in der richtigen Umgebung, sind die zu stark, sind die zu schwach, weil auch die Devs haben offensichtlich nach Jahren mal gemerkt, dass die PDB-Umgebung ganz nice ist, um mal zu testen, aber richtige Daten kann man daraus nicht sammeln, weil die Spieler auf dem PDB ja gar nicht richtig ernsthaft spielen, und da ist deswegen diese Watchliste. Und es ist aber auch gesagt, nur weil etwas auf der Watchliste steht, heißt es nicht, dass es geändert wird. Und umgekehrt genauso, Sachen, die nicht draufstehen, können auch trotzdem jederzeit geändert werden. Das war es im Großen und Ganzen von dem Feedback des PDBs. Ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Update, auf den neuen Survivor und auf die Änderungen. Ja, wir werden auf jeden Fall in Sadako nochmal reinschauen, damit ich da auch alles verstehe, was da nun geändert wurde. Wie gesagt, ich freue mich trotzdem auf dieses Update. Im Großen und Ganzen ein sehr solides und gutes Update auf jeden Fall. Und ich kann es kaum erwarten. Wie sieht es mit euch aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr vom Update? Jetzt auch von der Zusammenfassung des PDBs. Es würde mich brennend interessieren. Also schreibt das ruhig mal rein. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Entitos.